The fighters are ready for the thousands in attendance and the millions watching around the world. Let's get ready to rumble! Fighting out of the blue corner with his trainer, Santo Dobrokev. Wearing black, officially weighing 98 kilograms. His professional ring fighting record, 40 fights, 36 victories, including 22 knockouts with 4 defeats. From Paris, France, the challenger, former cruiserweight, champion of the world, the fighting pride of all France, Jean-Marc, the marksman, And fighting out of the red corner with his trainer, Hall of Famer Emmanuel Stewart, wearing red with gold, weighing in officially at 111 kilograms. This Olympic gold medal champion now has a professional fighting record consisting of 59 fights, 56 victories with 49 knockouts and 3 defeats. From Hamburg, Germany, and Kiev, Ukraine, the 3-time world champion, the reigning, defending IBF, IBO, WBA, WBO, heavyweight champion of the world, Der Weltmeister im Schwergewicht, Dr. Steel Hammer, Vladimir Klitschko! Also das Versprechen von Wladimir Klitschko. Nur ein K.O. ist ein wahrer Sieg. Im 20. WM-Kampf Wladimir Klitschko und Jean-Marc Momek, der hat lange nicht geboxt, der muss hier reinfinden. Klitschko hat gesagt, ich habe ein bisschen Respekt vor der Anfangsoffensive. Der wird natürlich von Beginn an nach vorne gehen. Und man kann anfügen, gehen müssen. Was ist denn wohl die Taktik des Franzosen? Er muss sich ranschieben. Das ist das ewig junge Duell des großen Mannes mit den langen Armen und des kleinen Wühlers, der natürlich an der Führhand vorbeikommen muss und dabei immer Gefahr läuft, diese Linke abzubekommen. Wladimir Klitschko ist mit einem guten Jab, einem schnellen Jab, eine gute Führhand, die da durchkommt. Der ist mit links nicht viel schwächer als mit der rechten Hand. Also Momek hat sich viel im Oberkörper bewegt, als er hier sich im Ring gerade warm machte, als er abgewartet hat. Das muss die Taktik sein, vorbeitauchen, herankommen und dann aber auch schlagen und nicht so stehen bleiben und sich nicht treffen lassen und nicht gerade zurückgehen, kein stehendes Ziel bieten, sich nicht einfach treffen lassen. Ja, da steht er gut dran, versucht in den Infight zu kommen, Momek, aber dann muss er auch schlagen. Wenn er hier ist, da wäre Platz am Körper. Wenn er da steht und dann nur aufs Break-Kommando wartet, dann hat er nicht so viel davon. Luis Pabon, der Ringrichter, trennt sie wieder, die Linke zweimal. Ja, mit dem Kopf voran. Luis Pabon war auch eigentlich da letzte Woche beim Kampf von Hook gegen Povetkin und wurde er kritisiert, zu Recht, weil er dieses Abducken von Povetkin nicht ordnungsgemäß geahndet hat. Man muss verwarten, duckt der eine ab oder drückt der andere runter. Er atmet schon schwer, also im Moment ist da von Anfangsoffensive bei Momek relativ wenig zu sehen. Die Führhand von Wladimir Klitschko diktiert hier in der ersten Runde schon mal das Geschehen. Also wer ist der effektivere? Klitschko. Er hat die bessere Verteidigung, er hat die härteren Treffer gesetzt.
sauberen, wer ist hier der Chef im Ring? Alles Klitschko. Und deshalb, wenn Sie selber mitwerten wollen, erste Runde, den muss man dem Weltmeister geben. Wladimir Klitschko. Ja, da war betretenes Schweigen gerade in der Ecke bei Jean-Marc Mormec. Da hat man gar nichts gesagt, nur mit großen Augen gestaunt, was da gerade passiert. Und der Cheftrainer von Wladimir Klitschko, Emmanuel Stewart, einer der besten und erfahrensten Trainer weltweit, der hat gesagt, der ist schon müde, der Franzose. Hast du gesehen, wie der pumpt und wie der atmet und sich schon überlegt, dass die Taktik wohl nicht aufgeben wird? Nach nur einer Runde wird es möglicherweise doch hier ein kurzer Abend. Also, wenn Mormec rankommt in diesen Infight, da muss er was machen. Oder er muss auf der langen Distanz mal eine Führhand schlagen. Wo ist die denn? Das Erste, was man lernt, wenn man sich im Amateurverein anmeldet. Weil das so ein wichtiger Schlag ist. Und wenn man den vergisst, wenn man zu einem WM-Fight fährt, dann kann es eigentlich nur wehtun am Ende. Wladimir Klitschko 111 Kilo, aber er sagt, ich fühle mich so leichtfüßig, seit ich weiße Schuhe trage. Man fliegt förmlich, also auch die Farbpsychologie im Team des Weltmeisters durchdacht. Der steht da und wartet und hält zumindest die Deckung geschlossen, um da nicht vollgetroffen zu werden. Ermahnung von Paderborn, er darf da nicht mit der ausgestreckten Hand arbeiten. Wladimir Klitschko, völlig richtig. Ja, da war die Rechte am Kinn. Mormec schaut rüber, nicht in seine Ecke, sondern jetzt so ein paar französischen Fans. Der kommt wieder hoch, 1:13 noch zu boxen in dieser zweiten Runde. Und wenn Wladimir Klitschko jetzt will, dann macht er den Kampf in dieser Runde aus. Dann lockt er ihn jetzt in dieser zweiten Runde hier auf den Ringboden. Es ist noch fast 1 Minute und er ist jetzt schon hilflos, Mormec. Und er war das eigentlich von Beginn an. Klitschko braucht noch einmal einen guten Treffer, vielleicht zweimal. Hier wieder die linke, gut. Kommt sie und dann hält er und dann klammert er und dann schiebt er und dann versucht er einfach nur noch ein paar Sekunden von der Uhr ticken zu lassen, damit es vielleicht am Ende nicht ganz so peinlich aussieht. Jean-Marc Mormec, er tut nichts, er schlägt nicht. Wenn einer hilflos ist und nichts macht, dann kann ein Ringrichter ihn natürlich auch rausnehmen. Die Rechte, er muss die Deckung da halten, damit er nicht voll getroffen wird. Er stolpert zurück, immerhin, also die Deckungsarbeit bei diesen Schlägen. Da war es jetzt einigermaßen solide von Mormec. Die letzten Sekunden, kann er die zweite Runde doch überstehen? Das wäre immerhin so ein Achtungserfolg nach dem Niederschlag. Die dritte Runde. Deckung geschlossen halten, die Anweisung in der Ecke des französischen Herausforderers. Und das ist natürlich keine schlechte Anweisung. Das Problem ist nur, so kann man für den Weltmeister nicht gefährlich werden. Schlagen wäre die bessere Rezeptur möglicherweise. Aber dann ist man auch offener und passiert leichter Treffer. Man darf die Hand nicht so rausstehen lassen, über die Mittelschnur, aber man kann das natürlich so lange probieren, wie es der Ringrichter nicht ahntet. Er kann richtig Maß nehmen. Was macht denn dieser Mormec? Der stellt sich da vor Klitschko hin. Hier in diesen Szenen, wenn er merkt, da kommen 3, 4 Hände von Klitschko nur mit links, da muss er mal versuchen, dann einen Konter zu fahren, einen Konter zu schlagen. Zweite Runde durch diesen Niederschlag. Eine 10:8 Runde zugunsten von Wladimir Klitschko. Ah, legt sich drauf und will ihn runterdrücken. Das
ist auch im Regelwerk als verboten markiert. Immer wieder die Führhand. Zu hoch der Linkshandversuch von Wladimir Klitschko, immerhin mal sowas wie ein Versuch mit der rechten von Mormec. Ja, er gibt ihm ja so halbwegs die Möglichkeiten, Klitschko gibt sie Mormec, dass er rankommen kann. Aber der versucht gar nichts aus diesen Geschenken zu machen. Weder am Boden, dass er. Nur so aus, als ob es gerungen war, wird auch nicht angezählt, sagt Pabon. Schaut, bist du okay? Nicht drücken, nicht zum Boden schubsen, die letzten Sekunden. Bei dieser Runde wiederum eine Klitschko-Runde. Klitschko muss aufpassen, so hat das Luis Pabon gesagt. Nämlich aufpassen, dass Mormec hier nicht nochmal zu Boden drückt, dann würde er ihm einen Punkt abziehen. So hat der Luis da gerade in der Rundenpause in der Ecke angebracht. Emanuel Stewart fordert mehr Arbeit von Klitschko. Er fordert den Aufwärtshaken. Und er sagt, du musst dich wieder mehr konzentrieren, deine Schläge fliegen da vorbei. Daran wird der Weltmeister versuchen, in dieser Runde zu arbeiten. Vitali Klitschko schaut zu. Also das ist ansatzweise nicht die schlechteste Taktik des Franzosen, wie er rankommt. Naja, obwohl ich das sage, läuft er in die Links-Rechts-Kombination, aber er schaut auf das kleine 1x1 von Luis Pabon. Kann er nochmal hochkommen? Er versucht es auf die Beine zu kommen. Nein, Kampf ist aus. Ende. Wladimir Klitschko schafft seinen 50. K.O. Aber diese Seitwärtsbewegung, wenn er rangeht, Mormec, das war eigentlich nicht schlecht, und da muss er eben auch schlagen. Und er darf nicht so offen dastehen, aber das weiß er jetzt auch. Und er hat auf den harten Weg gelernt. Diese Kombination von Klitschko, Mormec am Boden und dann völlig richtig von Luis Pabon, den Kampf dann hier zu beenden, um nicht nochmal freizugeben, in der Hoffnung, dass er sich da vielleicht doch nochmal erholen kann. Wladimir Klitschko nochmal ein Treffer da oben in der Stirn von Mormec, aber das war jetzt ein freundschaftlicher Klaps. Tja,